So, hallo, wir befinden uns auf der BWL News League. Wir sind bei der Firma Jung. So, wir wollen folgende Artikel mal vorstellen, die zurzeit sehr in sind, wie folgt. Ja, auch wenn die ersten Sonnenstrahlen jetzt rauskommen, es geht schon wieder aufs Thema Weihnachten hinzu mit einem neuen Adventskalender. Da ist es halt so, der hat einmal mal eine außergewöhnliche Form, das ist der Tower Adventskalender. Und zum anderen haben wir natürlich die 24 Türchen, so wie sich das für einen guten Adventskalender gehört, immer ausgestattet mit diesen kleinen Ritter-Quadrettis. Und dann habe ich halt im Innenleben habe ich halt Platz, um da nochmal ein zusätzliches Weihnachtspräsent einfach reinzupacken. Ist halt eine ganz witzige Sache, um sich da ein bisschen so vom Standard abzuheben, vom normalen Kalender. Und da kann ich dann eine Mütze reinpacken, eine schöne bestickte oder vielleicht einen Schal. Ja, oder eine nette Tasse oder wie auch immer, um da einfach ein bisschen kreativ zu sein, habe ich 24 Tage meinen Adventskalender auf dem Tisch stehen, plus das Präsent dann zum letzten Tag halt. Auf die 24 vielleicht nochmal einen netten Hinweis, nicht wegschmeißen, mach den oberen Deckel nochmal auf. Ja. Ja, genau. Das wäre eine Neuheit bei der Firma Jung. Und noch eine zweite, um aufs Thema Weihnachten zu kommen, wäre hier diese kleine Präsentbox. Da ist es halt einfach so, dass wir gesagt haben, der Deckel, der ist ganz nett, den kann man individualisieren. Ja. Da kann ich jetzt sagen, okay, ich bin die Provinzial mit dem Ansprechpartner individualisiert. Außenrum packe ich dann vielleicht 4 Vorsorgepakete oder die 4 Außenstellen der Provinzial drauf. Ausgestattet ist das Ganze immer dann nur bestückt mit diesen kleinen Glanzlilis. Aber wir können auch sagen, das Ganze mit Ritterwürfeln, Schokowürfeln oder mit Ritter oder mit Schokonaps halt, genau. Immer komplett alles individualisierbar bei uns, im Digitaldruck in der Regel halt. Somit ist man auch bei kleinen Mengen halt schon in der Lage halt, was eben für den Kunden darzustellen. Und ab welcher Menge geht es denn los für den Kalender zum Beispiel? Also beim Kalender haben wir zum Beispiel eine Mindestmenge von nur 120 Stück. Ja. Da können wir dann loslegen, das komplett individualisieren auf allen 5 Seiten. Die Unterseite ist durch die Deklaration halt belegt und da kann man dann schon ab 120 auf den entsprechenden Kundenwunsch eingehen. Es gibt eine Standzeichnung dazu, so da kann der Kunde sich im Grunde genommen im Digitaldruck komplett austoben halt. Bei der kleinen Präsentbox, die wir eben noch dabei hatten, können wir schon bei 144 loslegen. Und da haben wir dann auch die Möglichkeit, innerhalb von einer großen Menge, sagen wir 500, immer aus diesen 144er Schritten, auch diese Karte dann halt nochmal zu individualisieren, um da nochmal auf den einzelnen Außendienstler oder wie auch immer einzugehen. Ja. Ganz genau. Sehr gut. Alles klar, dann danke ich.